Das ist ja mal ein Mountainbike. Ein Fully von Raymond. Was hinter Raymond steckt, das werden wir gleich nochmal erfahren, denn Lucien und Tobi sind heute hier. Das Raymond Trailray E8.0 mit dem Brachialmotor, dem Yamaha PWX2 und einer kompletten RockShox-Ausstattung, hätte ich fast gesagt. Ja, nee, eine Santo-Gabel ist vorne drauf, aber eigentlich kann sich das schon sehen lassen. Preis 4.099 Euro. Hallo Lucien. Hallo Sven. Ja, hallo Tobi. Hi. Ja, tolles Fahrrad, muss man sagen. Habt ihr noch genug? Ja, wir haben noch ein paar da. Das Ganze ist ein Alu, oder? Ist ein Alurad. Wir haben tatsächlich momentan auch noch alle Größen vorrätig. Und ja, da wir hier so ein bisschen ja, einen Allrounder haben, mit Mallet-Bereifung, schon sehr sportlich, mit einem sportlichen Motor, ist schon eine schöne Sache, dass da auch die S-Größe verfügbar ist. Also das Rad macht schon echt Spaß und Sinn, so wie es jetzt hier steht. Ich überlege gerade, ist das eine Luftfeder? Das ist eine Luftfeder. Das Modell, was wir hier auch stehen haben, ist auch gerade ein M-Rahmen oder ein S-Rahmen. Genau. Ein S-Rahmen ist es, das kleine Modell. Und das ist die, ja, eine Santur mit 36 mm. Und ja, die macht schon Spaß. Ist die Santur jetzt schon recht erwachsen? Ich sag mal, ist das eine Feder, mit der man schon einiges machen kann? Definitiv. Also die Zeit, wo Santur noch so ein bisschen Nischenprodukt war, ist definitiv vorbei. Mittlerweile tut sich Santur, Fox und RockShox nur noch in Nuancen etwas. Also ist schon eine sehr wertige Gabel geworden. EQ Equalizer steht drauf. Das ist jetzt hier drin. Ich werde jetzt nicht alles abfragen, was hier da ist, aber es hat natürlich auch die Möglichkeit, Druck- und Zugstufe, die kann dann getrennt eingestellt werden. Hier siehst du das Ganze, die muss wiederum abgestimmt werden auf das Fahrgewicht, oder? Genau. Also bevor man das Rad dann wirklich auf die Trails ausführt, sollte man dann schon einmal sein Gewicht eingestellt haben, also den Luftdruck entsprechend angepasst haben. Ja, die Tektro-Bremse, das Ganze ist ja nicht mehr mit dem alten Öl, was drin ist, sondern steht drin, es ist Mineralöl, was hier verbaut wurde. Was hat das für Vorteile? Ja, genau, da sind wir im selben Bereich wie bei Shimano. Also wir haben jetzt keine Dot-Flüssigkeit oder dergleichen, sondern ganz normales Mineralöl, was man auch schnell entlüften kann, wenn es mal notwendig wird. Und bei der Bremsanlage hier könnte es auch schon mal notwendig werden. Wir haben nämlich eine ziemlich brachiale Bremse. Die hat sowohl vorne als auch hinten vier Kolben. Also da kann ich auf dem Trail auch jederzeit die Bremse zuhauen und stehe direkt. So, vier Kolben, große Bremsscheiben. Was steckt hinter Raymond? Ja, Herr Raymond ist eine Firma von der Pira Group, früher Pexco. Das ist die Tochterfirma quasi von Husqvarna. Und ja, die 2016 an den Start gegangen sind und die machen schon Top-Bikes. Also aus der Firma Highbike gekommen und in Schweinfurt ansässig. Und die machen momentan echt sehr gute Räder mit einem Preis-Leistungsniveau, wo andere Hersteller nur, ja, von gucken können. Ja. Ja, ich guck mal ganz kurz, also das Ganze, ich sag mal so, das Oberrohr relativ tief, das bedeutet, es lässt sich auch leicht fahren und hat nicht so die Probleme, die am Anfang die Mountainbikes hatten, dass sie einfach für viele Fahrer einfach viel zu groß waren. Ne? Ja, genau, also der Rahmen ist hier relativ niedrig gehalten, das heißt, ich kann auch abfahrtorientiert ziemlich gut fahren. Das Oberrohr, wie du schon gesagt hast, ist ein gutes Stück niedriger, als es beim klassischen Hardtail beispielsweise jetzt wäre. Und dementsprechend kann ich es halt auch ziemlich agil fahren in engen Trails. So, Frage aller Fragen, was ist das jetzt für eine Konstruktion hinten im Hinterbau? Ja. Ich schaue mal gerade ganz kurz, ist es kein typischer Horstlenk, oder? Nee, tatsächlich nicht. Wir haben so ein bisschen eine eigenwillige Schwinge verbaut. Einmal direkt ja, mit dem RockShox-Dämpfer verbunden am Oberrohr und dann unten halt die normale Schwingenaufnahme. Ist von der Geometrie her und von der Optik her tatsächlich ein kleines bisschen ungewohnt, aber lässt sich halt super bergab fahren. Das Wichtigste ist ja auch, dass es nicht, ich sag mal, seitlich hin und her irgendwie gewirrt oder so irgendwas. Das ist auch nicht der Fall, obwohl ja der Antrieb nur auf einer Seite ist, oder? Ja, genau. Was ich halt auch bei dem Bike super gut finde, ist halt diese neue Mallet-Bereifung, also hinten 650B, also 27,5 Zoll und vorne 29er. Da hat man halt hinten noch ein schönes agiles Rad und vorne rollt man schön drüber. Und ja, auch mit dem RockShox Deluxe Dämpfer kommt man auch über alles schön drüber und bügelt alles weg. Ja, Thema Luftdruck. Ich könnte ihn aufrüsten jetzt ohne Mantel. Ja, ja, klar, es ist tubeless ready, beide Reifen. Also ohne Mantel war gut, oder? Ja, ohne Schläuche natürlich, genau. Ist bei beiden Reifen vorne und hinten möglich. So, tubeless ready. Ist das jetzt viel Aufwand für euch, den umzurüsten auf tubeless? Ja, schon ein bisschen was, aber wir kriegen das in der Werkstatt schon, weil wir das so oft machen, schon ganz gut hin.
So, Schaltung. Hier vorne, ich gucke mal gerade, was haben wir drin? Eine Diore. Genau. Die übrigens, ich fahre ja im Moment auch gerade Diore-Schaltwerk. Ja. Es ist ja ganz entscheidend, unter anderem auch, was verbaut werden kann. Das heißt, also hier könnte ich später auch mal eine XT einbauen an der Stelle, oder? Genau, eine XT könnte man einbauen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, für die meisten Verwendungszwecke ist die Diore durchaus schon, also gerade in der Hyperglide-Ausführung, durchaus schon eine gute Schaltung. Hyperglide, was heißt das? Ja, das heißt, dass die Kette sehr schnell vom Ritzel auf das nächste springen kann. Gibt ja auch noch das Link-Light-System von Shimano, da ist eher so ein Tracking-City-Bereich verbaut. Da ist das Anspruchsverhalten ein kleines bisschen verzögert, ein bisschen sanfter und hier kracht die Kette richtig von Gang zu Gang. Ja, ich habe ein großes Ritzel, das heißt also keine große Übersetzung mehr drin. Bedeutet, ich muss den Motor nicht mittreten, wenn er mal nicht mehr geht, oder? Ist das leicht zu treten dann? Ja, also es ist, hat sich ja jetzt durchgesetzt, dass vorne halt nur noch ein Ritzel ist und das funktioniert auch ganz gut. Der PWX2 springt auch direkt an und ja, gibt direkt Power. Ja, das Thema, ich sag mal, Schlupf und Tretwiderstand, wenn der auskoppelt, das ist nicht vorhanden, oder? Nee, also einen Tretwiderstand gibt es nicht mehr. Das hat man ja bei den ersten E-Bike-Motoren noch oft gehabt, dass man richtig gemerkt hat, okay, jetzt fahre ich gegen eine Wand. Hier ist es halt so, wenn der auskoppelt, da kann ich einfach ganz normal über die 25 wegfahren. Also 30, 35 auf gerader Strecke sind da kein Problem. So, 4.099 Euro. Das Ganze kommt aus einem Konzern, wo unter anderem auch Fahrräder sind von Husqvarna, muss man dazu sagen. Seid ihr denn zufrieden mit der Verarbeitungsqualität? Ist das gut? Ja, also die machen schon einen guten Job. Also auch gerade hier so Vario-Stütze oder sowas, das ist schon alles gut verbaut. Und was verbaut? Eine Dropper-Post. Also eine. Wo? Zeig mal. Das ist quasi hier, wenn du mal ein bisschen grobber durchs Gelände und Downhill fährst, dass man halt hier mit einem Druck. Okay, das heißt eine absenkbare Sattelstütze. Genau. Wie hast du es genannt? Dropper Post oder Vario-Stütze. Okay. Und die ist halt bei dem Bike, halt bei dem Trail Ray 8.0 schon dabei für ja, 4.099 Euro. Das ist schon super. Also gibt es manche Hersteller, die haben das noch nicht mit verbaut. Und einen ordentlichen Dämpfer halt. Wie gesagt, dieser RockShox Deluxe, ne? Das ist auch eine feine Sache. So, jetzt Frage der Fragen, Tobi. Du bist ja in der Werkstatt. Yamaha schon fast langweilig, was das Thema Service angeht. Ich selber habe ja zwei Yamaha-Motoren wieder. Die Batterien sind kaputt. Das eine ist auch jetzt schon 5 Jahre alt. Ist, ich sag mal, recht zuverlässig, oder? Ist sehr zuverlässig. Ist tatsächlich auch nicht notwendig, dauernd zu updaten. Es gibt ja durchaus Motoren, die da so ein bisschen pflegebedürftig sind. Aber Yamaha muss man wirklich sagen, also sowohl von der Laufleistung her unproblematisch, als auch was die Updates angeht. Also kann man sich eigentlich schon fast sparen. Ganz selten, dass hier mal ein Fehlercode ausgelesen werden muss. Vor allem, was auch cool ist, beim Yamaha-Motor, der ist leise und der macht halt Laune, weil er halt relativ unaufdringlich beim Fahrer, dem Fahrer unterstützt. Wir haben ja jetzt hier genau die Modis, wo du gerade drauf zeigst. Das hier ist off, da haben wir hier diesen Echo, dann ein bisschen den Echo, beziehungsweise eben bei Echo Plus, dann kommt Echo. Ja, Echo ist halt so 50% Zuleistung von der Leistung, die ich gebe. Sag mal, ich fahre mit 100 Wattstunden, dann gibt er mir nochmal 50 Watt dazu, beziehungsweise 100 Watt. Dann halt Standard, das ist so wie bei Bosch, würde man sagen, den Tour-Modus. Mhm. Also, und dann haben wir noch den High-Modus, das ist wie ja, EMTB oder Sport. Und dann kommt der letzte, ich sehe es gerade nicht, ja, der X-Power-Modus oder wie der heißt. Das ist maximale Leistung. Ja. Maximale Leistung, genau. Das ist halt wie der Turbo bei. Oder das Wichtigste ist einfach fahren, fahren. Das ist das Wichtigste, Probefahren. Geht das bei euch? Probefahrten sind bei uns möglich, eigentlich schon fast Pflicht. Wir haben ein relativ breites Programm, da muss man auch schon mal ein bisschen durchprobieren, welcher Motor auch individuell am besten passt. Also macht bei uns definitiv Sinn. Sehr schön. So, das Ganze ist vor der Tür. Ja, wir drehen heute Anfang Januar 2022, das Fahrradjahr beginnt und auch euer Tipp ist da, ihr habt alle Größen noch da oder viele Größen? Alle Größen noch da? Alle noch da, ja. So, 4.099 Euro Thema Leasing, Radleasing. Also viele Arbeitnehmer, die viele Steuern zahlen, sage ich jetzt mal, das ist abhängig auch von dem Steuersatz, den ich dann habe. Man kann das Fahrrad direkt vom Bruttolohn quasi bezahlen, das geht. Genau, ist möglich und da gibt es auch diverse Leasinganbieter und so ziemlich alle können wir auch bedienen. Also da sind wir auch immer offen für neue dann mit aufzunehmen. Ja, man braucht ja auch einen Rahmenvertrag dran. Die Firma, also die das macht, das kostet nichts, so einen Rahmenvertrag abzuschließen, wenn ich Arbeitgeber bin, oder? Genau, der Rahmenvertrag kostet nichts, weder für den Arbeitgeber noch für uns. Das heißt, wir sind da auch relativ flexibel,
einen neuen mit aufzunehmen. So, hier sind wir. Das Raymon Trailray E8.0 und das Ganze gibt's bei Konrad, dem Fahrradladen in Kaiserslautern. Es gibt schon sehr lange, oder? Ja, den Laden gibt's seit 30 Jahren, an dem Standort ist seit 20 Jahren. Ist in der Stadt durchaus eine bekannte Adresse. Ja, in Kaiserslautern, ja. Wenn ich das jetzt sehe, bin von weiter weg. Ihr habt recht viele Fahrräder da, muss man sagen. Seid sehr gut sortiert. Lohnt es sich denn, kurz vorher anzurufen mal, was ihr so da habt? Was habt ihr in Marken alles da? Wir haben Riso Müller, wir haben Rame, wir haben Husqvarna, wir haben Easy. Also eigentlich sind wir relativ breit sortiert. Wir haben insgesamt 14 Fahrradmarken hier und Zubehörmarken noch weit mehr. Also gerne vorher mal kurz durchklingeln. Wir können eigentlich so ziemlich jeden Kunden bedienen. Ja, so ist das. Ja, bitte. Die Marken halt auch Woom, Malaguti, Scott Bergamont und ja, Elo de Ville. Das sind die Baigo-Haus-Marken noch, Morrison, Falter. Ja. Nein. Ja, hier steht es, das Easy. Wir werden auch gleich einen ganz tollen Film machen über dieses Fahrrad hier. Es ist nicht ganz günstig, muss man sagen, aber ihr seid recht zufrieden mit der Qualität, denn es hat den, ich sag mal, einen der stärksten Bosch-Motoren eingebaut, die es gibt und ihr seid damit gefahren, fährt sich wie ein normales Fahrrad. Genau, der Bosch Performance Line ist verbaut, macht super viel Spaß, das Rad zu fahren. Generell der Tipp, wenn man so ein Kompaktrad das erste Mal vor sich hat, einfach mal ausprobieren. Man ist tatsächlich schon darüber erstaunt, wie gut die sich fahren. Ja. Wo findet man euch ganz genau? In der Glockenstraße 4, 67655 Kaiserslautern. Ja, es fehlt noch eine Kollegin, oder? Die normalerweise, die will nicht für die Kamera. Ja, die Katja, die drückt sich so ein bisschen, aber irgendwann bekommen sie mal das bestimmt auch noch vor die Kamera. Ja, Anfang Januar 2022 hier Konrad, powered by Green Bikes in Kaiserslautern. Danke fürs Einschalten. Tschüss.